hübsche Beaux-Arts-Gebäude ließ das Grundstückserschließungsunternehmen der Gebrüder William und Thomas Hall im Jahr 1906 erbauen. Im Jahr 1909 wurde es an James F.A. Clark verkauft, einen der Miteigentümer der Investitionsbank Clark, Ward & Company. Im Jahr 1926 erwarb Mary D. Gerard das Gebäude. Ihr Ehemann, James W. Gerard, war von der amerikanischen Regierung von 1913 bis 1917 als Botschafter nach Deutschland entsandt worden. Bereits vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs warnte er davor, dass die Politik des deutschen Kaisers Wilhelm II. Zum Konflikt führen würde. Gerard veröffentlichte zwei Bücher über seine Zeit in Deutschland, My Four Years in Germany und Face to Face with Kaiserism. In einer vor der Ladies' Aid Society gehaltenen Rede bemerkte er, dass all jene, die den Kaiser in den Vereinigten Staaten unterstützten, dazu gezwungen werden sollten, nach Deutschland zurückzukehren. Gerard wurde zu einem der führenden amerikanischen Deutschland-Experten. Er trug nicht unwesentlich dazu bei, dass Amerikaner deutscher Abstammung mit einem negativen Bild ihres ehemaligen Heimatlandes konfrontiert wurden. Nach dem Tod von Mary D. Gerard erwarb Manny E. Duell das Gebäude und bot es im Jahr 1960 der deutschen Bundesregierung für $325.000 an. Der deutsche Staat wollte ein Kulturzentrum in der Nähe des German Boulevard ansiedeln. In dieser Gegend um die East 86th Street hatten sich auch viele deutsch-jüdische Emigranten niedergelassen, die vom Dritten Reich vertrieben worden waren. Ziel dieses Zentrums war es, den intellektuellen Dialog zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten zu fördern und Deutschlands Image im Land zu verbessern. Der erste Programmdirektor, Hans Egon Holthusen, brachte deutsche Intellektuelle einem amerikanischen Publikum näher, um damit den Kulturaustausch anzukurbeln. Holthusen lud deutsch-amerikanische Gelehrte wie Hannah Arendt, Schriftsteller wie Uwe Jonsson, Günter Grass und Ingeborg Bachmann sowie deutsche Politiker wie Konrad Adenauer und Willy Brandt zu Vorträgen ein. Mit der Zeit erwies sich der deutsche Film als wichtiges Instrument im kulturellen Dialog. Das Publikum vor Ort nahm das Schaffen einer neuen Generation von Regisseuren so gut auf, dass sie auch in Deutschland mehr Ansehen erlangten. Amerikanische Intellektuelle und Künstler wie Andy Warhol folgten der Einladung, an diesem Dialog teilzunehmen. Das Goethe-Institut stellte seinen Betrieb auf der Upper East Side offiziell im Jahr 2009 ein, da eine umfassende Renovierung des Gebäudes erforderlich war. Im Jahr 2010 fand hier dennoch eine kulturelle Veranstaltung statt. Die Aufführung des Stücks Hotel Savoy, das auf Josef Roths gleichnamigem Roman basiert. Regisseur Dominik Huber verwob dabei Roths Roman aus dem Jahr 1924 mit der Geschichte des Gebäudes zu einem interaktiven Theatererlebnis, für das das Goethe-Institut den geeigneten Rahmen bot. Das Goethe-Institut ist seit 2009 vorübergehend im 11. Stock des Gebäudes 72 Spring Street in Soho untergebracht. Die Veranstaltungen finden im Wyoming Building statt. Das Kuratoren-Residenzprogramm des Goethe-Instituts bespielt die Galerie Ludlow 38 in der Lower East Side.